drei Stockwerke hochgelaufen. Wir sind jetzt bei der Klasse 3B angekommen, also zumindest vor der Tür. Wie früher. Das ist jetzt echt sehr spannend. Während des Unterrichts stören? Mach mal. Dürfen wir jetzt. Achtung. Die Überraschung war jetzt. Hallo. Hallo. Da bin die Klasse 3B. Ja. Hallo. Komm, wir gehen mal nach vorne. Wir gehen mal nach vorne. Warte mal. Ich muss aber, man kann aber auch mal die Tür zu machen. Ja. Hallo. 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 Frau Gauss? Ja. Frau Gauss, hallo. Nadja. Nadja. Hallo. Ostermann. Nadja und Ostermann von Antenne 1 sind wir. Kennt ihr uns? Ja. Wir haben Post von euch bekommen, ne? Ja. Also wenn, ich weiß nicht, ob ihr das hier wiedererkennt. Ich glaube, die Alina hat es geschrieben. Wer ist Alina von euch? Wer ist denn die Alina? Alina, komm doch mal nach vorne. Oh, Applaus für die Alina. Ein Applaus für euch alle. Hallo Alina. Hallo Alina, ich bin Nadja, hallo. Du bist auch die Klassensprecherin? Nein. Was, weil wir haben gelesen, du bist die Schriftführerin gewesen. Hast du das geschrieben? Ja, und Josefina auch. Josefina auch, ja, dann kommst du auch mal nach vorne. Ihr zwei, kommt mal hierher, weil ihr habt ja jetzt diesen Brief uns hier geschrieben. Mhm. Erzähl dann noch mal kurz, warum habt ihr uns den geschrieben? Weil wir sehr gerne in Schullandheim wollen. Oh, alle zusammen? Ja. Aber jetzt sagt mal, ihr habt gesagt, ihr wollt gerne ins Schullandheim, weil ihr da übernachten wollt. Ja. Weil eigentlich wäre eine Übernachtung hier in der Schule gewesen, ist das richtig? Ja. Und das ist euch zu langweilig? Ja. Und ihr wollt mal alles so richtig so mit so Schlafsäcken und so? Ja. Mal so die Nacht auch mal ein bisschen auf den Kopf stellen und mal ein bisschen länger wach bleiben? Ja. Und mal so richtig Remi-Demi machen, so mit Legosteinen und allen um und dran? Ja. Ja? Das habe ich nicht verstanden, bitte? Ja. Ja? Ja, dann haben wir mal folgende Nachricht für euch jetzt. Also der Brief ist bei uns angekommen, weil wir haben ja den Antenne 1 Tauschrausch. Und ihr habt gesagt, ihr wollt eine Schulhausübernachtung tauschen gegen das Schullandheim. Es gibt aber ein Problem, ihr Lieben, weil wir haben mit unserem Chef gesprochen. Unser Chef, das ist ein ganz großer, gruseliger Mann. Und da hat er gesagt, nein, das machen wir nicht. Da haben wir gesagt, bitte, wir machen das jetzt. Nein, ja, nein, ja, nein, ja. Das haben wir 500 Mal gemacht. Irgendwann hat er vergessen, dass er Nein sagen wollte und gesagt, ja. Und deswegen geht ihr alle zusammen ins Schullandheim. Ja! Habt ihr Lust drauf? Ja! Ja, super! Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß im Schullandheim. Habt da ganz tolle drei Tage. Genießt es richtig und haut richtig auf den Putz.